Mein Name ist Nadine Maletzki, ich bin Betreiberin der Taunusstraße 27 in Frankfurt und wir machen heute den Tag der offenen Tür, um unser Hygienekonzept vorzustellen, um zu zeigen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, wieder zu öffnen, auch trotz Corona und zu zeigen, dass wir halt wirklich in der Lage sind, regelmäßig zu desinfizieren, die Einlasskontrolle zu regeln, um darauf zu achten, dass Kontaktdaten hinterlassen werden und dass wir auch nicht vergleichbar sind mit Diskotheken, Kirchen, von mir aus auch Schulen und Fleischfabriken, die ja auch jetzt wieder aufmachen dürfen, nachdem da über 1000 Menschen sich infiziert haben. Ich darf auch noch mal sagen, dass wir vor Corona, also bis zum 18.03., als alle schließen mussten, keinen einzigen Corona-Fall hatten. Und das ist schon sehr traurig, dass die Politik uns überhaupt keine Perspektive gibt, uns kein Datum nennt, wann wir zumindest mal damit rechnen können, wieder zu öffnen. Dass sie sich mit uns beschäftigen und dass sie darüber nachdenken sollen, was das bewirkt, wenn die Bordelle noch länger geschlossen sind. Denn es ist jetzt schon seit Tag 1 des Lockdowns sozusagen der Fall, dass die Prostitution in die Illegalität sich verschoben hat. Das ist von Anfang an passiert. Die Frauen haben weitergearbeitet, viele Frauen. Einige haben es noch geschafft, in ihre Heimatländer zu kommen. Die warten darauf, dass sie wieder nach Deutschland können, um in einem Haus zu arbeiten, weil sie eben nicht auf der Straße arbeiten möchten. Verschiedene sind auch schon wieder zurückgekommen und warten darauf, dass die Häuser geöffnet werden und arbeiten halt jetzt in dieser Zeit auf der Straße, beziehungsweise sind in Hotels untergekommen, gehen auf die Straße, um ihre Kunden zu holen und gehen mit denen dann in die Zimmer, ohne Hygienemaßnahmen, ohne irgendwelchen Kontrollen. Da werden nicht regelmäßig die Bettwäsche gewechselt oder mit Auflagen gearbeitet. Es werden keine Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, keine Kondome. Es wird nicht darauf geachtet, ob die Zimmer regelmäßig gelüftet werden. Dieses ganze Programm, dieses ganze Hygienekonzept, was wir locker durchziehen können, wird in einem Hotel oder von mir aus auch in einer Privatwohnung überhaupt nicht eingehalten. Und es kann auch nicht kontrolliert werden in einem Bordell. So, auf jeden Fall. Hallo, mein Name ist Marie Fleur. Ich bin deutsche Erotik- und Sexdienstleisterin mit philippinischem Migrationshintergrund und befinde mich jetzt gerade hier im Bahnhofsviertel in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main, um meine Branche der Gesellschaft zu öffnen, nämlich die Erotik- und Sexdienstleistungsbranche, / Prostitutionsmilieu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommen könnt, weil wir haben hier beim Sex-In Tag der offenen Tür. Das heißt, wenn du noch nie in einem Bordell warst, kannst du gerne hier vorbeischauen. Danke. Und meine Anwesenheit gilt jetzt nicht, irgendwelche politischen Diskussionen über Prostitutionsverbot zu verlautbaren, weil darum geht es mir nicht. Mir geht es halt einfach darum, Transparenz herzustellen für meine Branche. Aber wenn du mich schon so direkt fragst, ich finde, das ist ein Eingriff in die Grundrechte jeder einzelnen Frau und Dienstleisterin, die eben selbstständig arbeitet und diesem Beruf nachgeht, und zwar mit bestem Wissen und Gewissen, die auch dem deutschen Staat übrigens mit Registrierungsgeschichten und so weiter zur Seite steht und auch Steuern bezahlt. Also das ist halt der Punkt, ja. Also wir sind genauso vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wie alle anderen auch und wir wurden einfach im Stich gelassen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt am Main. Heute ist Donnerstag, der 16.07. Wir sind hier mit den Aktionen Red Light On unterwegs. Öffnet die Bordelle jetzt, heißt der Appell. Und einige Laufhäuser aus Frankfurt beteiligen sich daran. Wir haben hier das Sex-In, eine Taunusstraße. Auf der anderen Seite das MyWay, wo heute Mittag noch die Pressekonferenz stattfinden wird. Und wir haben uns einfach mal im Viertel umgesehen und haben festgestellt, hier in Frankfurt geht alles, eben nur nicht offiziell, sondern inoffiziell. Wenn man abends durch die Straße geht, sieht man mehrere Dutzend, vielleicht sogar 100 Damen, die dem Gewerbe nachgehen. Die dürfen nur komischerweise nicht in die Häuser rein, die dafür geeignet und gebaut worden sind. Wir haben ein Prostituierten-Schutzgesetz seit 2017, Hygienevorschriften, Überwachung, Registrierung. Und was passiert in Frankfurt? In Frankfurt haben wir Wildwuchs. Das heißt, man darf auf der Straße arbeiten, es wird nichts kontrolliert, es wird keine Hygienevorschrift eingehalten. Die Damen sind gezwungen, auf illegale Art und Weise zu arbeiten. Der deutsche Staat kriegt keine Steuern. Und wie gesagt, das Land sagt dazu, naja, das ist halt so.
Und da ist eben der Appell der Kampagne, macht die Läden wieder auf. Die offiziellen Betriebe, die dafür geeignet sind, wo es Schutz für die Damen gibt, wo ordnungsgemäßes Arbeiten möglich ist und wo auch vor Corona, darum geht es ja, es geht ja um Corona, nicht um Moral, wo vor Corona geschützt werden kann. Das ist unser Appell heute und wir hoffen, dass das möglichst eine breite Öffentlichkeit findet, weil so kann das wirklich nicht weitergehen.